Wilhelm Ernst Friedrich von Kersenbrock heiratete Ernestine Henriette von Bülow, Erbtochter vom Gut Helmsdorf. Für die neu gegründete Familie wurde 1801 bis 1805 dieses Schloss gebaut. So zu lesen auf der Website des Vereins Schloss Henriette Helmsdorf, der sich seit gut 2 Jahren um den Erhalt von Klein Sanssouci, wie das Anwesen auch genannt wird, kümmert. Fast 30 Jahre war das Gebäude, das in seinem Inneren wertvolle Holzarbeiten birgt, dem Verfall preisgegeben und wurde als sogenannter Lost Place auch von zahlreichen Plünderern und Zerstörern heimgesucht. Doch damit ist jetzt Schluss. Bei regelmäßigen Arbeitseinsätzen des Vereins, unterstützt durch weitere freiwillige Helfer, wie hier Mitte März 2024, geht es auch um die Sicherung des Schlosses. Außerdem sollen beispielsweise nach und nach auch die alten verklebten Bodenbelege entfernt und die ursprüngliche Dielung wieder freigelegt werden. Das bedeutete an diesem Tag mühsame Kleinarbeit, zum Beispiel auch für Katrin aus Mühlhausen. Wir wollten uns das Objekt gerne mal anschauen und so eine Gelegenheit auch mal zu helfen, das haben wir gern genutzt. Die Koordinierung der Arbeiten übernahm die Vereinsvorsitzende persönlich. Das Hauptaugenmerk lag diesmal auf einem ganz bestimmten Raum des Hauses. Es geht einfach darum, um die Tellerseildecke wieder in Ordnung zu bringen. Es hat ja jahrelang reingeregnet und wir wollen einfach diese jetzt restaurieren. Und dank wir haben einen tollen Restaurator und gemeinsam sind wir jetzt gerade dabei, das wieder in Ordnung zu bringen. Wer ist hier? Was sind das für Leute? Na, einmal ganz viele Leute vom Verein. Und wir haben heute fleißige Helfer aus ganz Sachsen-Anhalt mit dabei. Es ist ja nicht nur die Tellerseildecke zu machen, es ist ja überall Arbeit. Ja. Wie zum Beispiel das Linoleum, das muss alles raus, damit das ganze Parkett wieder atmen kann. Und da sind wir jetzt gerade dabei. So, welches Ziel haben Sie denn als Verein? Was ist denn das große Ziel, was Sie irgendwann hier erreichen wollen? Das große Ziel ist eigentlich, dass wir die Räume so wieder herrichten können, dass sie nicht ganz mehr so schadhaft sind, ja. Dass es wirklich schöne Veranstaltungsräume werden und dass Vereine, Privatleute die Räume nutzen für öffentliche Sachen, wie zum Beispiel dann bei den Tag des offenen Denkmals. Ja. Doch was ist eigentlich der Tellersaal? So hinterließ der Eigentümer und Landrat Wilhelm Kersenbrock einst eine wertvolle Tellersammlung mit Motiven aus dem Mansfelder Seekreis, die gerettet werden konnte und heute zu großen Teilen in der Eisleber Malzscheune zu sehen ist. Davon beeindruckt ist auch der tolle Restaurator, von dem Frau Rockmann sprach. Auch er packte an diesem Samstag, wie schon so oft vorher, wieder mit an. Ja, wir sind dabei, hier den Tellersaal vorzubereiten für eine Sanierung und Restaurierung. Ja. Weil hier war ein großer Wasserschaden im Tellersaal, an der Ostwand hier. Und der hat die Decke zu großen Teilen stark durchnässt. Und dadurch hat sich ein Pilz gebildet dort. Und dieser Pilz hat mehrere Deckenbalken praktisch regelrecht zerstört. Und auch die Wandeinbauten oben angegriffen, die Dielung zerstört und so weiter. Ja. Und der Verein ist jetzt dabei, unter Anleitung, dass wir so viel wie möglich schon zurückbauen. Und dann nachher, wenn die Fachleute kommen, dass praktisch wir einen Großteil von Arbeit schon erledigt haben und bereinigt haben und so weiter, dass man hier ein sehr gutes, günstiges Konzept erstellen kann für die Sanierung und Restaurierung. Warum heißt es Tellersaal? Wegen der Tellersammlung, die jetzt in Eisleben ist? Genau, die jetzt. Könnten Sie sich vorstellen, dass die irgendwann wieder hier ausgestellt werden? Ja, wissen Sie, das ist so, in Eisleben und die das Museum erschaffen haben, sind ja ganz stolz, dass sie die Tellersammlung da haben und so. Und deswegen kann man nachvollziehen, die würden sie gar nicht gerne wieder rausgeben und so weiter. Und das sollte jetzt auch nicht der Fall sein, weil das ist ein ganz langer Prozess. Aber eigentlich ist es so, in den nächsten 10, 15 Jahren muss man ja überlegen, ob praktisch dieses Gebiet ja eine geschlossene Kulturlandschaft ist und dann muss jeder von sich selber drauf kommen, wo es günstig ist, dass wir unsere Kunstschätze aufbewahren. Ja? Und da darf man sich nicht so lokal politisch an sein Museum halten, sondern meiner Meinung nach muss man in 20 Jahren mal drüber nachdenken, wenn das Schloss vielleicht top in Ordnung ist, ob man die Ausstellung nicht auch wechseln kann oder so. Aber das hängt von den Menschen ab, die betreiben, ob die sowas lösen können für sich. Ja. Und apropos Teller, darauf befanden sich wenig später während der Pause Wiener Würstchen, gesponsert von der Fleischerei Schubach aus Heiligenthal, deren Inhaber den Verein regelmäßig unterstützen. Wofür auch an diesem 23. März alle Helferinnen und Helfer dankbar waren.